Die Remis-Königinnen von Turbine Potsdam. Fünfmal unentschieden in der Liga am Stück, wollten endlich mal wieder drei Punkte holen. Aber ob das gegen Thomas Wörles Bayern gelingt, das war die große Frage. Denn die kommen mit fünf Siegen am Stück ins Karl-Liebknecht-Stadion. Zunächst sah auch überhaupt nichts nach drei Punkten für Potsdam aus, denn die Bayern legten richtig gut los. In der siebten Minute dieser lange Ball von Behringer. Rohlser ist unterwegs, legt sich den Ball an Keeperin Lisa Schmitz vorbei und wird abgeräumt. Elfmeter für den FC Bayern München. Leichte Proteste von der Torhüterin Lisa Schmitz, aber die sind unberechtigt, denn das ist ein klarer Elfmeter. Der Ball ist weg und sie trifft nur Bayerns Angreiferin Nicole Rohlser. Achte Minute also, Melanie Behringer gegen Lisa Schmitz. Und Behringer gewinnt mit einem ordentlichen Knall, räumt das Mikrofon ab zum 1:0 für den FC Bayern München. Verletzt Keeperin Lisa Schmitz und erzielt ihr drittes Saisontor. Jubel groß bei Thomas Wörle und dem FC Bayern München, aber zunächst eine gute Reaktion von Turbine Potsdam. Nur zwei Minuten später, in der zehnten nämlich, dieser lange Ball auf Kembe und die macht das richtig schön. Und es fehlen nur ein paar Zentimeter zum schnellen Ausgleich. Tolle Ballannahme von Kemme, super Abschluss und nur der Außenpfosten verhindert das 1:1. Dann haben wir wieder die Bayern, Freistoß Behringer und die Chance für Melanie Leupolz. Insgesamt die Bayern in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und es war sehr hitzig im Karl-Liebknecht-Stadion. Immer wieder kleine Nicklichkeiten wie hier, hätte es eigentlich Einwurf für Bayern geben sollen, dann gab es den Kontakt von der Bayernbank und noch ein paar Diskussionen mit der Potsdamer Tribüne. Also es war richtig was los, aber in der Halbzeitpause beruhigten sich die Gemüter dann auch erstmal. Zweite Halbzeit, ganz anderes Bild. Turbine Potsdam auf einmal spielbestimmend im eigenen Stadion und Rahel Kiewitz an den Pfosten. Chance ist aber noch nicht zu Ende, denn da ist Viktoria Schwalm und die touchiert auch den Pfosten in der 51. Minute. Rahel Kiewitz hier mit der Chance, die Innenverteidigerin als Vollblutstürmerin. Nur der Pfosten steht im Weg. 52. Minute, Freistoß Svenja Huth und da ist wieder Kiewitz. Ausgleich für Turbine Potsdam. Die Innenverteidigerin zum ersten Mal von Anfang an mit dabei. Davor einmal eingewechselt, spielte klasse in der Defensive und auch in der Offensive. Tolles Kopfballtor von Rahel Kiewitz. Und Potsdam blieb dran. Die wollten hier endlich mal einen Sieg. 54. Minute, also unmittelbar nach dem Ausgleich. Die Bayern kriegen den Ball nicht weg. Schmielinski, das ist Svenja Huth und das ist Sarah Zadrazil. Und da fehlt nicht viel bei diesem Schuss aus der zweiten Reihe von der Österreicherin. Wir sehen in der Zeitlupe, dass sie leichte Rücklage hat. Wenn sie sich etwas über den Ball legt, dann schlägt es ein. Die Richtung war perfekt. 70. Minute, von den Bayern nichts zu sehen in der zweiten Halbzeit bis hierhin. Dann kam die Schwedin, dann kam Fridolina Rolfö und auf einmal die Bayern wieder in Führung durch diesen tollen Flachschuss von Fridolina Rolfö, die sich hier durchaus robust einsetzt, den Ball allerdings spielt. Deswegen, das kann man schon weiterlaufen lassen. Ja, und wie sie es dann macht, das ist einfach top. Wie eine Superstürmerin, die sie ja ist, legt den Ball direkt neben den Pfosten. Keine Chance für die Potsdamer Keeperin Lisa Schmitz. Spiel auf den Kopf gestellt in der zweiten Halbzeit, aber sie ließen nicht nach, die Gastgeberinnen. Huth gegen Feist in dieser Szene. Feist kommt zu spät, räumt Huth ab. Foulspiel, okay, klar, kann man geben. Freistoß, von mir aus eine gelbe Karte, aber Verena Feist sieht rot und das ist eine richtig heftige Entscheidung. Sie spielt den Ball zwar nicht, aber trotzdem, Svenja Huth zog ja direkt ab, wäre gar nicht Richtung Tor unterwegs gewesen. Harte Entscheidung. Schmielinski mit dem Freistoß bleibt hängen und schießt ihn trotzdem rein. 2:2, 80. Minute. Gina Schmielinski belohnt Turbine Potsdam für eine tolle zweite Halbzeit und dem absolut verdienten 2:2 Ausgleich. Und dass die eigentlich noch unbedingt viel mehr wollten, nämlich endlich mal wieder ein Dreier, sieht man kurz nach Schlusspfiff. Es blieb beim 2:2, aber schauen Sie mal Johanna Elsig an, die geht zur Schiedsrichterin, beschwert sich, warum gibt es denn keine Nachspielzeit? Da vorne gab es doch so viele Unterbrechungen, aber natürlich schon alles entschieden von der Schiedsrichterin. Potsdam kann wieder nicht gewinnen, spielt zum sechsten Mal in Folge unentschieden und die Bayern verpassen den Sprung an die Tabellenspitze.